Feige, langweilte Person vom Computer, heute geht's wieder weiter mit Zelda. Geil, begrüßen App, oder? Heute gehen wir einfach mal hier hoch. Und landen in einem noch wolkenreicheren Ort. Und wir können hier nicht runterfallen, weil alles voll mit diesen coolen, wie heißen diese kleinen Windmühlchen hier nochmal? Die stehen doch in jedem Garten. Und hier haben wir ein geiles Mal. Können wir jetzt immer hochfliegen? Oh, da fällt mir was ein. Ich habe nämlich offscreen einfach mich mal... Nee, ich habe mir nochmal kurz eine Aufnahme angeschaut. Von mir. Ich glaube, von 2 Folgen vorher oder so war das. Und da ist mir echt noch was aufgefallen, was ich übersehen habe. Das heißt, ich fliege hier... Nee, nicht nach da. Aber jetzt will ich echt nicht über... Was? Oh Mann, ich will aber überhaupt fliegen. Ist aber gut, dass ich jetzt hier immer hinfliegen kann, weil... das war hier. Ganz in der Nähe. Und das habe ich übersehen. Ich sage mal, ich bin der Coolste, weil ich nichts übersehe. Ach, da haben wir dieses Monsterviech jetzt. Moment, den mache ich aber auch kalt. Deswegen bin ich ja gar nicht erst hier, aber... Na! Ey! Oh, die Junge, dann mache ich ja fertig. Boah. Ah, ich liebe Herausforderungen, zumindest solche. Boah, der ist ganz gut im Ausweichen hier. So, wo war das denn? Ich glaube, das war... Moment, erstmal, hier ist doch ein Wasserfall jetzt aufgetaucht. Den kann ich ja mal untersuchen gehen. Ein Herzteil! Es gibt ein... Das ist ja geil. Ist hier was? Nee, sah so komisch aus die Wand. Aber ich habe echt... Moment, oh, ich will zurück. Okay. Aber es ist ziemlich klar, dass ich ein Herzteil hier habe. Aber das war, glaube ich, hier die Stelle. Nee, nicht hier. Sondern da drüber. Ach, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Gebt mir einfach mal eine Sekunde. Hoffentlich. Ah, fuck. Hoffentlich finde ich das noch raus. Nee, auch nicht, oder? Nee, ganz falsch, ganz falsch. Oh Mann, das ist jetzt eine harte Nuss. Wo war jetzt diese eine Stelle, Mann? Ich habe schon wieder was her, was ich aufgenommen habe. Oh, hier runter vielleicht? Nee, da komme ich doch. Ja, okay, da bin ich jetzt im Prinzip wieder hier. War das? Nee, das kann ja gar nicht hier gewesen sein. Hier war ich ja schon. Okay, ich komme gerade irgendwie voll nicht drauf. Vielleicht war es auch einfach nur weiter zu... Da war das, genau. Aber wie komme ich da hin, ist jetzt die Frage. Oh, so. Zwar gibt es einen Weg, da reinzukommen. Ich habe den voll übersehen. Hier ist es nämlich. Guck mal, ist doch voll offensichtlich. Da sind so 2 Dinger dazwischen. Ich muss einfach eine Bombe da reinhauen. Das habe ich echt in meiner eigenen Aufnahme nochmal gesehen. Da dachte ich mir einfach nur, oh Gott, ich als großer Experte, der alles auf der Welt sieht, konnte ich das nur übersehen. Diesen Fehler will ich jetzt natürlich korrigieren und 50 mysteriöse Muscheln sammeln. So, okay, es ist ein dunkler Raum hier. Wo ist meine Taschenlampe hier? Ist leider keine. Oh, mit Geist. Und Wasser. Immer mal so einen coolen kleinen Erfrischungsgetränk. Ist das ein Rätsel hier? Ja, ich. Oh! Viecher! Na, haut mir bloß ab, ich mache euch alle kalt. Na? Wo tauchen sie wieder auf? Okay, anscheinend gar nicht. Oh, natürlich. Anscheinend doch. Aber jetzt kann ich in dreifacher Power fertig machen. Egal. Ich denke, das reicht schon, indem ich hier das hier mache und einfach rausgehe. Und das alles nur für diesen Schatz. Mit Nummer 100 mysteriösen Muscheln. Das machen jetzt wieder neue. Oh, 752. Ich glaube, 999 ist echt das Maximum, was ich tragen kann. Das heißt, ich fürchte, ich muss mal wieder außerhalb der... Moment mal, was muss ich überhaupt machen? Den hier? Ach, und den da oben wegschieben. Alles klar. Das habe ich ja natürlich nicht wissen können. Aber es ist schon mal geil, dass ich das hier schneller auflädt. Das erleichtert mir etwas doch... Moment, was mache ich denn da für eine Scheiße? Moment. Wieso will ich denn da zurück? Hier, einfach raus und da ein bisschen rumflöten hier. Weil ich muss ja sowieso zurück nach oben. So erspare ich mir doch einiges. Da, zack. Ich glaube, das war auch das letzte Mal, was man freischalten konnte. Wenn ich... nicht falsch liege. Oh, und jetzt fängt er an zu labern. Was hat nur dieses oben das Gebäude errichtet? Links, vielleicht kannst du etwas über das Element sagen. Ja, ich glaube, ich habe es gerade falsch vorgelesen, oder? Kannst du etwas über das Element sagen? Das kann doch niemals richtig gewesen sein. Habe ich wohl vollkommen falsch gelesen. So, und hier sind wir in einem verrückten Gebäude, was uns eigentlich natürlich bekannt vorkommen sollte. Ich meine, wir sind hier ganz weit weg in den Wolken, gehen hier rein und stehen hier plötzlich wieder vor eigenen Hütte. Ja, da ist links Haus. Und da ist die magische Welt der
über der Wolken-Dings hier. Auf jeden Fall waren wir ja schon mal, um diesen alten Mann zu befreien vor dem... vor diesem Geist, der irgendwie wie ein Scheiger aussah. Und, ach, da ist der gute Mann. Na, wie geht's? Ah, du bist Link, danke für deine Hilfe, ich habe etwas Gutes gefunden für dich bewahrt, bitte. Der Lichtbogen, Pfeile mit Kraft des heiligen Lichts. Jawohl, das ist ein fettes, geiles Update. Und zwar ist das kein normaler Bogen, sondern einer, der dich auflädt und noch viel härter drauf geht. Eins der legendären Items, wie in diesem einem Buch da stand. Da gibt es ja auch mehrere, aber das haben wir auf jeden Fall schon mal. Das und den magischen Bumerang. Welche gab es denn noch? Ich glaube, da gab es ein Schild. Und ich glaube, das war's. Keine Ahnung. Den Rest weiß ich jetzt gerade nicht. Falls es noch mehr gab. Ich glaube damit... Warte mal. Das ist normalerweise... Ich glaube, damit können wir auch Pfeile durchschießen. Kann das sein? Was? Moment. Länger aufladen. Yes. Wäre ganz schön peinlich, wenn es jetzt nicht geklappt hätte. So, Fragmente, mein Freund. Erna, meine Freundin. Oh, zum Glück habe ich noch genau ein passendes. Jetzt wäre ich wieder out of Fragmente hier. Dann müsste ich... Gucken, dass ich wieder ein paar sammle. Was spawnt hier? Ein Schatz? Ich tippe mal schon auf den Schatz. Oder auf ein wildes Monster. Ja, ein wildes Monster ist es. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich den Eindruck, als würde ich heute mit Akzent reden. Ein wildes Monster? Das wollte ich eben gar nicht sagen. Keine Ahnung, was los... Oh, drei Schätze! Ein Fragment. Noch ein Fragment. Und das letzte. Ein Stein bestimmt. Oh, was denn wohl? Noch ein Fragment. Aber ein rotes. Das ist auch geil. Wobei ich ein bisschen out of grüne bin. Das ist geil. Okay. Da steht mir schon wieder einer im Weg. Willst du Fragmente? Weißt du, scheiß drauf, mit denen zu reden. Hauptsache Fragmente. Den großen Wirbelwind hier auf dem Dach zum Palast gelangen. Ja, es ist geil. Da muss mich aber durch... eine Spinne. Drecks. Einwohner, Messis hier. Oh, du siehst aus wie ein Fragment. Und du siehst auch aus wie ein Fragment. Und du siehst nicht aus wie ein Fragment, sondern wie der Boss, der Fragmente fallen will. Yes, davon... Ah, verklickt. So. Vortexer. Mein lieber Freund. Ach nee, als ob ich da jetzt nochmal hochgehe. Ey, nur für so einen Furz. Was ist denn da? Ein Schatz. Ja, super. Alter, es ist immer so ein Knochenarbeit, da hochzulaufen. Oh, popopopopo, red mit mir. Sei gegrüßt, wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir auf zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruine des Windes nennt. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt es uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten. Auch das Fatiböses Tut hat uns im Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Fatis Weg zum Force. So heißt es der Legenden, die das Volk des Windes kennt. Gib acht, wenn du alle vier Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist. Ist es möglich, dass auch Fati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet? Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten. Doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nur hinauf aufs Dach. Boah, ausnahmsweise mal fehlerfrei vorgelesen. Ich bin der Beste. La los, mach Platz. Was, der geht durch mich durch. Du musst ein Monster sein. Okay, grüner Vogel. Oh Mann, wir haben hier so einen blauen Vogel. Fee. Ach fuck, meine Flaschen sind voll, Mann. Ich würde so gerne Fee mehr rumschleppen. Aber da oben wartet jetzt ein neuer Dungeon auf uns, das weiß ich. Und der Wind erzählt ja die Sachen. Der Wind sagt ja Sachen wie, hey, schon gewusst, bla bla bla, klatsch, tratsch, bla. Ey, so was hätte gedacht, dass hier oben ein großer Palast ist. Diese Höhe, da zettelt mir die Knie, wenn ich welche hätte. Bottom. Link, gib acht, wenn du hintrittst. Okay, noch mehr Herzen. Ja, und so fängt hier ein Dungeon an. Und Link Dance erstmal. Ich überlege, ob ich das nächste Folge mache und eine Folge packe. Andererseits habe ich jetzt gerade mal knapp 9 Minuten aufgenommen. Womit vertreibe ich den Rest der Zeit? Genau, ich weiß was. Ich mache das nämlich erst nächste Folge. Ich flieg erstmal hier weg. Ja, natürlich, der Vogel hört mich ja hier nicht. Oh ne, muss ich das ganze Gebäude verlassen, ey. Ich würde jetzt einfach nochmal dreist zu anderen Orten gehen. Nachdem ich das ganze Gebäude verlassen habe. Oh Mann, warum muss das so fucking lang sein, dieser Weg? So, raus hier und bla 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 bla. Super Mario Bros. 3 Flöte. Und dann gehe ich. Ach scheiße, eigentlich hätte ich auch durch dieses Portal gehen können. Ich habe jetzt glaube ich sogar Zeit gespart, weil ich sowieso nach Süden wollte. Von Hyrule. Hyrule. So. Weil ich meine, hier waren doch so ein paar Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube hier. Obwohl doch hier war ich schon, ne?
Egal, ich check das erstmal aus, weil sowas habe ich echt nicht im Kopf, Mann. Dir. Boah, mir egal. Ich dachte, der fragmentiere. Nee, erstmal kein Scheiß. Oh, Moment, mir fällt, glaube ich, was ein. Im Minish. Irgendwas war doch in diesem Minish-Wald. Genau, ich habe da eben von diesen Dingsbogen gesprochen. Einen dieser super Items. Die Bomben gehören auch dazu. Man kann auch irgendwie Bomben kriegen. Aber ich weiß nicht mehr, wie. Wie ging das denn nochmal? Moment, ich verwechsel diesen Ort, weil eigentlich wollte ich hier unten hin. Glaube ich zumindest. Ja klar, unsichtbare Wand. Hier meine ich. Da drin war eine mit Fragmenten. Oder? Nein, wieso nicht? Der Boden ist ein großer Baum gewachsen, wo er wohl hinführt. Ja, das kann ich ja auch nicht sagen. Ach so, doch, mit dem habe ich ja schon. Da ist diese fette Bohne aus dem Boden oder so gewachsen, ne? Oh Mann. Vielleicht soll ich mal außerhalb der Aufnahmen mal nachschauen. Wie das doch ging. Ich meine, das war irgendwas doch hier. Ich mache mich mal hier klein. Weil, Moment, hier könnte man. Ah, nein, 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 nein. Schlechte Idee. So, nochmal. Ich glaube, hier ging es. Ne, hier. Ja, klar, der Ort ist zu groß, um durchzugehen. Aber das war auch der Typ, der die Bomben gebaut hat. Und mit dem kann ich Fragmente vereinen. Wer weiß, vielleicht. Ist das der Weg, um diese Bomben zu erhalten? Oh, ein Schatz. Okay, ich dachte jetzt eher an was anderes. Aber dann gehe ich gleich da auch mal hin. Alles nur in dieser Aufnahme. Aber war ich denn schon hier? Hier ging es auch lang, oben meine ich. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich da gewesen bin. Ich glaube schon, aber ich bin mir jetzt gerade unsicher. Doch, hier ist ein geöffneter Schatz, hier war ich schon mal. Okay, das lief jetzt natürlich scheiße. Ja, das weiß ich natürlich alles nicht auf Anhieb, ne? Ja, dann gehe ich jetzt erstmal hier ganz schnell wieder weg. Mann, das dauert so lange. Ich habe zwar einen Vorspulknopf an sich, aber ich will den nicht benutzen in einem Let's Play. So, mein Freund, flieg mich mal zur Ruine. Die ist hier. So. Weil ich meine, es war ein rotes Fragment. Rot heißt ja oftmals, es ist was ganz Wichtiges. Und, naja. Blöde ist nur ein bisschen, der Weg ist hier so beschissen. Ja, ja. Hau mich ruhig weg. Ich will jetzt einfach nur ganz schnell dahin. War ich da drin schon mal? Diesem Loch. Ich glaube, also ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Ja, war ich schon mal. Sehe ich am Schatz. Also, es hätte ja sein können, dass es durch ein Fragment dorthin gespawnt ist. Ich glaube, er war schon von Anfang an da. Der sagt dann irgendwie, ja, die Dinger muss ausmachen oder so. Da war ich eigentlich mal auch schon drin. Ich meine, dafür bin ich schon clever genug. Ja, war ich 100 Pro. Das weiß ich sogar noch. So. Oh, hier, ja. Naja, nee. Moment, Moment. Es sieht irgendwie aus. Okay, dann nicht. Wenigstens kann ich mir das ein bisschen weg hier ersparen. Aber wieso muss das auch immer alles so weit weg sein? Wieso kann man nicht überall hinfliegen? Nein. Oh nein, den muss ich echt nur ausschalten, ne? So viel zum Thema. Ich fange ja dieses Ding erst in der nächsten Episode an. Mit einem Dungeon. Und dann hält mich das hier so dreckig die ganze Zeit hin. Na komm schon. So, oh, da ist ein Octorok. Ach ja, du willst kämpfen. Okay. Wäre es, wenn ich ein Schild nehme? Na, schieß. Mit Schild geht das eigentlich sogar. So, und er hinterlässt mir einen Huni, oder? So, und hier war der Schatz. Nö, war der nicht. Ach, hier war der Schatz, genau. Eine große Bombentasche. Jetzt kannst du. Oh, das ist geil. Fett, eine größere Bombentasche. Ich meine, dafür hat sich das doch irgendwie gelohnt. Kann ich auf der Treppe auch? Ja, wahrscheinlich. Fliege ich mal. Ach, ich weiß, ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, hier hätte ich was über. Also hier gab es noch irgendwie was. Das ist ein seltsames Gefühl. Dabei, ja klar, da ist das erste Fragment sogar.
was man vereint hat. Irgendwie sowas. Oh, Geld, das ist nett. Irgendwie sowas hier im Süden, wisst ihr? So in dem Dreh. Oh, Moment mal. Augenblick mal. Ich meine, wir haben 15 Minuten schon voll, aber das will ich jetzt doch noch rausfinden. Ob hier irgendwas ist. Ich meine, schließlich kann man ja hier hin. War ich hier drin denn schon mal? Ja, ich habe mir schon mal ein Herzteil geholt. Mann, das ist echt übel mit Erinnerungen. Aber ich denke mal, hier kann ich gut den Part beenden. Nächstes Mal sehen wir uns dann wieder am Dungeon. Wenn ich das dann endlich mal wirklich mache, diesmal. Ja, ich und meine armen Nicht-Erinnerungen. Also, tschüss.